Vorurteil, dass der Mann größer sein muss. In einer Beziehung tut man Wind schießen. Ja, gut. Ja. Geht auch anders. Ja. Die Leute gucken, gerade wenn man in Stuttgart vielleicht unterwegs ist, wo ihn jetzt nicht so viele kennen wie in Welzheim, drehe ich mich schon manchmal um und gucke dann, wie die anderen schauen. Ja. Fleisch mache ich gerne, ja. Ich mache es gerne, aber sie macht es auch gut. Und also gerade so Hackfleischsoße oder sowas, also gerade Spaghetti Bolognese, das muss sie machen. Aber wenn es rein ums Fleisch anbraten geht, da stelle ich mich schon gerne auf. Ja. Die Aufgaben sind klar verteilt. Nico und Luisa sind ein eingespieltes Team. Seit 2015 wohnt das Paar zusammen in Welzheim. Die Rollenverteilung ist, was den Haushalt angeht, eher traditionell. Ich mache immer das, zu was ich gezwungen werde dann halt. Zu was musst du ihm zwingen? Was machst du am wenigsten gerne? Staubsaugen. Macht er nicht gerne, ich eigentlich auch nicht. Das ist immer Verhandlung. Ja. Kriege ich immer Aggression beim Staubsaugen. Vor allem nur mit dem Kabel. Und ich bin dann vielleicht schon so in manchen Bereichen schon sehr traditionell, so mit, weiß ich, dass der Mann die schweren Sachen hochträgt oder keine Ahnung. Und da lege ich auch Wert drauf. Ne? Das ist dann schon so, also da bin ich dann auch, da habe ich auch so ein Ego. Ne? Oder das ist mir dann auch wichtig, dass ich auch so wahrgenommen werde. Luisa war 17, Nico 18 Jahre alt, als sie zusammenkamen. Ein Jahr Altersunterschied, 25 cm Größenunterschied. Wir waren auf der gleichen Schule. Da ist er mir aufgefallen, klar. Da kannte ihn, glaube ich, jeder. Ja. Aber er ist mir nicht auf. Nee. Andersrum, ja. Andersrum. Du bist mir nicht so. Ja. Noch nicht aufgefallen. Noch nicht. Seit 6 Jahren sind sie jetzt ein Paar. Dass Nico kleinwüchsig ist, merkt man der gemeinsamen Wohnung kaum an. Für die hohen Schränke nutzt er einen Hocker. Seine Körpergröße hat Luisa nie gestört. Doch ihre Familie hatte anfangs Vorurteile. Das heißt ja, der Mann will die Frau beschützen, deswegen kleinere Frau. In meiner Familie war es auch so, kann er mich überhaupt beschützen, wenn er kleiner ist. Aber wo die gesehen hat, dass der auch eine Kiste Sprudel tragen muss, was halt der Mann holt Getränke bei uns so, dann waren alle Vorurteile das so wegräumt. Also. Eine Kiste Sprudel sollte Nico Kappel keine Probleme bereiten. Er ist mehrmaliger Weltmeister im Kugelstoßen und einer der bekanntesten Behindertensportler Deutschlands. 2016 holte er bei den Paralympics Gold. Ob im Sport, in der Schule oder in der Liebe, von seiner Größe hat er sich noch nie aufhalten lassen. Mit der Gegebenheit, mit dem Kleinwuchs, also da würde ich wirklich sagen, also da brauche ich mich auch nicht zu beschweren, weil, also erstens, ich würde es echt nicht tauschen, weil da wird mein Leben definitiv anders sein, wie es jetzt ist. Und ich wüsste auch gar nicht, wie es dann läuft. Ne? Deswegen, so wie es ist schon gut. Servus, alles klar? Wenn es auch irgendwie mal einen stressigen Tag gab oder das Training nicht so läuft, hier stand einfach immer, da ist das alles weg und da zählt einfach nur dann sie und ich dann eben. Merkt man dann auch immer so ganz schnell, okay, andere Welt, Gott sei Dank, jetzt zu Hause und alles ist normal. Klar habe ich mir auch einen größeren Mann vorgestellt, aber wo ich ihn kennengelernt habe, da hat einfach die Verbindung zwischen uns zählt. Oder ich meine, er sieht ja auch gut aus, klar, aber uns tut einfach mehr verbinden, wie jetzt nur den Größenunterschied. Seine liebevolle Art, wie er mit mir umgeht, ist eigentlich, ja, perfekter Mann.